Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Runde Portal Portal 2. So, mal richtig ausgesprochen. Nicht mehr dieses eingedeutschte. Ja, Portal 2 ist gut. Portal 2 musst du dann sagen, yo. Yo, du meinst, das yo ist der wichtige Teil. Richtig. Yo, Bro. So, wir spielen eine neue Map. Wieder aus dem Workshop, best bewertet, mal reingeschnuppert. Was sehr spannend aussah, da dachten wir, help me, das klingt thematisch uns sehr verbunden. Das heißt, das nehmen wir einfach mal, ne? Vom Herrn Romp. Genau, oder Frau mal gucken. Romp, man weiß nicht genau. Mal gucken, wer uns da hilft. Ja, gut bewertet. Mal gucken. Ich lade den Herren mal ein und dann legen wir direkt los. Bis gleich. Und da sind wir hineingeplumpst wie eine nasse Kartoffel. Wobei ich, glaube ich, kartoffelförmiger bin als du. Ja, ich bin eher so... Avocado? Du bist eine tolle Nolle. Eine Aubergine. Ich bin immer eine Aubergine mit der falschen Farbe. Darf ich dich Obi nennen? Na klar. Bei mir gibt's aber keine Schraubenzieher. Nee, das wollte ich damit auch angedeutet haben. Wir sind in deiner wunderschönen Map, von der wir mal wieder keine Ahnung haben. Und wir hoffen mal, dass dieser Zustand sich ändern wird. Und zwar nicht erst nach einer Dreiviertelstunde. Aber es sieht schon mal gut aus. Also, ich vermute mal... dass es kaputt geht, ja. Ich wollte gerade ein bisschen Disco geplant. Du wolltest mich doch nur ärgern. Ich stehe. Gehe ich außen rum, mir doch egal. Okay. Hier sind Schalter und hier sind echt viele Schalter. Oh, vor allem die Energiefelder und Glas, das ist schön. Das heißt, aua. Wir brauchen eine Laserbestrahlung hier nach unten. Okay. Aber immerhin, oh, da dreht sich was. Ah, schön. Das heißt, wenn man hier auf der anderen Seite ist, kann man wirklich nichts irgendwie mit der anderen Seite zu tun haben, außer Knöpfchen zu drücken. Nee, das ist, ja. Aber es sieht schön aus. Also, du hast es gerade weggemacht. Ah, okay. Das Problem ist, wir müssen hier erstmal erfassen, was hier eigentlich los ist. Ja. Hier können wir auch nichts machen. Ich verstehe momentan noch gar nichts. Nö, deswegen gehen wir mal auf die andere Seite. Würde ich auch sagen. Ja, kann ja nur einer. Hier sind auf jeden Fall auch noch überall Portalflächen. Kann ja nur einer, stimmt. Möchtest du da rein? Ja, von mir aus. Ich bin ja sonst immer so der Voranstürmer, aber auch du sollst deine Freizeit hier sinnvoll nutzen. Da hinten geht es noch sehr viel weiter. Das heißt, wir müssen beide erstmal in diesen Raum hier rein, oder wie? Ich glaube, das ist ja hier. Und hier oben ist eine... ne? Da scheint man dann rauskommen zu können. Und hier unten geht es auch noch entlang. Und da unten ist so eine Wurst. Ja, die kommt auf der anderen Seite hier an. Das heißt, da könnte man irgendwelche Sachen reinschmeißen. Ja. Dass das hier direkt zu mir rübergewurstet wird. Richtig. Ich kann ja mal, was passiert denn? Ach nee, das war nur für mich selber. Da kannst du nichts mitmachen. Ich kann das hier wegmachen. Aber was hast du davon? Das ist... eine gute Frage. Ich kann hier hochspringen. Aha, was ist da oben denn? Das ist ja vielleicht schon mal was. Ach, guck mal. Ich glaube, ich kann jetzt zu dir kommen. Konfetti. Hilfe. Hilfe. Na, haha. Du bist im Frauenknast. Hier ist aber auch... Aber du kannst nicht von da oben dann an die Fläche daran, ne? Weil das da eine Glasscheibe vor ist. Nee, da kann ich nicht ran. Ich kann... Schön. Die Fläche da hinten ran, aber das bringt uns nichts, weil hier hinter mir ist direkt eine. Das ist allerdings interessant. Da oben kommst du auch nicht hin. Huch, da. Ja, Countdown ist gut. Da komme ich auch nicht hin. Da komme ich noch hin. Das ist gut. Ja, nö, weil da vorne direkt das nächste Ding ist. Obwohl der Laser ist ja von da oben, der muss da rein sogar. Führt hier irgendein Band hin, wo ich stehe? Wird der ausgelöst? Was möchtest du? Führt hier so ein Band hin, wo ich stehe? Kann man das irgendwie öffnen hier? Nö. Okay. Das ist so vorgesehen. Okay. Das ist ja interessant. Ich meine, du bist ja zwar oben, aber... Ja... Was passiert, wenn du da auf den Knopf drückst oder überhaupt auf die Knöpfe? Also der Knopf hier dreht die Wurst um. Au, das ist gut. So, dann haben wir hier... Also nicht das Wurst umdrehen allgemein. Ah, da kommt der Laser. Ja.
Du kommst. Ach nee, da ist ja direkt eine Sperre da. Ich glaub, das könnte ja der erste Ansatz sein. Ja, ja. Das ist der erste Ansatz. Ja. Du kannst jetzt da unten auf den Boden ein Portal setzen und. Das Problem ist, hier ist ja wieder dieses Ding dazwischen. Ich hatte kurz eine Serverunterbrechung, aber ich bin wieder da. Alles gut, alles gut. Sehr gut. Ich könnte das hier so umlenken, aber da haben wir nichts von. Ja. Außer, dass ich gleich sterbe. Ich kann aber auch. Warte mal. Setz mal da auf den Boden, wo du gerade. Setz mal da ein Portal hin und dann. Dann muss ich auf die andere Seite. Achso, nee, Moment, halt, stopp. Ich muss hier nochmal hoch. Kannst du nochmal die Light Bridge ausmachen, bitte? Dann ist mein Portal weg. Ja, ja. Ich bin direkt am Ausschalter. Vielen Dank. Und jetzt wieder anmachen. So. Du kommst da ja hin, aber du kannst da ja nicht durch das Ding dann zurück. Ja, aber warte mal. Setz mal jetzt da unten dein Portal auf den Boden. Da. Ja. Und komm dann zurück hier in den Raum. Das ist durch natürlich meine Portale. So, jetzt gehe ich zurück. Jetzt sind die weg. Meine Portale, ja. Und jetzt? Ich meine natürlich, oh, ja, interessant. So. So, ach, wunderschön. Und jetzt ist hier. Jetzt kann ich mittels offen. Wurst zu dir herüberschweben. Kannst du? Ja, wenn du das so umdrehst. Ah, nee, dann ist ja. Dann ist der Laser aus. Laser. Aber du kannst ja schon mal reingehen, ne? Ja. Was bringt aber uns ich. Das? Nee, dreh die Wurst mal um. Okay. Meine Portale bleiben ja da. Ach ja, richtig, du ist ja auch nicht so wild. Ich kann ja dann hier trotzdem öffnen. Nö. Ganz ruhig. Hallo. So, hallo. Guten Tag. Ah. Hallo. Ich wollte gerade schon voll auf F5 drücken, um zu speichern, aber das ist, glaube ich, sinnlos. Ich glaube, bin ich irgendwie gewohnt aus Story-Shootern mittlerweile. Hallo. Pam. Schön. Hat auch was, also. Bäh. So. Jetzt kann. Von dort muss. Da ein Laser hin. Ich glaube, damit haben wir jetzt schon mal ein Problem. Das heißt, da müsste mein. Mein hellblöß hin. Drücke on the Laser-Knopf. Achso. Ah, ein Würfel. Ach nee. Ein kaputter Würfel. Nochmal. Ich glaube nicht, oder? Nee, der liegt da. Brauchen wir den Laser noch? Kommt doch einfach nochmal, oder? Vielleicht muss er. Ich vermute mal, der muss da runterfallen und den Schwung direkt mitnehmen. Oder man macht das so. Man kann ja immer nur einen Leiter nehmen. Aus dem gleichen Spender. Ja, richtig. Das ist ein bisschen blöd. Man kann den natürlich auch hier drauflegen. Weil da haben wir jetzt gerade nicht so viel von. Wenn er denn nicht. Was war das denn? Ach nee. Er ist ein bisschen zickig oder was? Wie, das war schon jetzt hier? Sieht so aus, ja, wir sind hier jetzt weiter. Ja, da hinten muss der rein. Geh nochmal runter. Ach, das löst auch hier die Brücke aus, wo ich gerade stehe. Ach so. Das heißt, du könntest jetzt den Würfel holen. Ja, stimmt, richtig. Ja, ja. Das mache ich einfach mal. Ja. Du weißt Bescheid. Schätzelein. Jetzt gehe ich. Nein, ich gehe nicht runter. Nein. Nein, natürlich nicht. So, was mache ich so nicht. Hier, ich, bitte? Nein, du machst das. Ich soll das machen? Du, nein. Contenance, bitte. Ich muss auch darüber. Bist du drüben? Wunderbar. So? Nein. Nein. Ich kann doch deine Gedanken hier lesen über der Figur. Die sind ein bisschen pixelig, aber. Hä? Würfel. Ich vermute mir ja mal, ich. Oder ich. Ja, meine Portale sind eh weg. Nee, sind sie gar nicht. Du kannst sie ja direkt mitnehmen. Ich meine, wenn wir hier auf der anderen Seite sind, dann ist der Laser ja sowieso weg. Ja, also stimmt. Können wir ihn nicht mehr aktivieren. So, you are dran. I am on my way. Ja, dann steppe. Ja, jetzt mache ich. Du kannst es ja anscheinend nicht. nicht ernst gemeint. Ja, wir müssen nicht traurig sein. So, jetzt sind die Portale eh weg. So. Was haben wir davon jetzt? Ach, hier ist das Ding weg. Ja. Guck mal, das ist eine Brücke, die kannst du benutzen. Hey! Nein! Ich wollte.
Eigentlich wollte ich nur antäuschen. Du weißt schon, dass wir gerade einen Fortschritt verloren haben. Also fast. Nö. Ich muss dich nur auf die Brücke bringen. Nee, warte mal. Das wäre halt schon irgendwie ungeschickt. Warte mal. Muss ich jetzt auch noch sterben? Nee, warte mal. Nee, komm einfach rüber. Ja, dafür muss ich sterben. Ach so. Das ist das Problem. Kannst du den Würfel nicht auf das Ding legen? Nee, da ist ja eine Barriere dazwischen. Oh nee, ey. Mann, ey, nur weil du immer so einen Quatsch machen musst. Hallo, warum hörst du auch auf mich? Wie gesagt, eigentlich wollte ich nur antäuschen. Ja, das hatte ich gehofft. Ja, aber so, immerhin soll ich mal auf die andere Seite. Kannst du gerne machen, ja. Wie kam ich da nochmal? Ach, du musst mich da durchlassen. Ja, okay, das war dann wahrscheinlich schon der erste Part. Nee, weiß ich nicht. Ja. Mal wieder nichts geschafft. Moment, ich muss mal eben hier die Lage checken. So. Ach. Dankeschön. Wie ist denn so bei dir die Lage? Ja, ich stelle mir nur eine Uhr, dass wir wissen, wie lange wir aufnehmen. Ach so. Ab wann wir uns gegenseitig gegen die Stirn hauen müssen. Stoppuhr läuft, so. Stopfuhr? Ja. Dann mache ich jetzt mal das. Wo muss ich denn? Du musst hoch erstmal. Yay. Genau. Dann kommst du hier rum. Unfassbar. Das ist aber auch Feinarbeit, was man hier leisten muss. Die Portals, bitte. Danke. Oh. Zack. Oh. Ich kann wieder zurück? Ja. Oh. Das mache ich doch direkt. Es sei denn, du möchtest mich davon abhalten. Nö, mach mal. Ja. Das heißt, ich mache so? Nee, hast du schon da oben? Den Laser. Ach, nee. Ist der Laser? Da? Nee, der Laser ist da. Ich glaube, ja, genau. Verstehe. Das kommt nicht oft vor. Nee, der Laser kommt nicht vor. Achso, den Laser müssten wir noch gar nicht. Ich muss erstmal die Wurst umdrehen. Genau, ja. Vielen Dank. Das ist mein Lebensmotto geworden. Seit Wurst umdrehen? Ja. Du musst so einfach nur die Wurst umdrehen. Ich dreh nicht jeden Cent um, sondern jede Wurst. Klingt wie ein Lied von Udo Lindenberg. Stimmt. Du musst nur die Wurst umdrehen. Wurst, du musst darüber. Ich muss da. Müssen wir nicht erst den Würfel runterholen? Ja, nö. Wo kommt denn der? Wie war denn das jetzt nochmal? Ach ja, Wurf. Laser, warte. Da oben. Welches Portal muss ich setzen? Das? Blrote. Kennst du nicht das Blrote? Das Blrote, so. Ich glaube, so ist damals auch der Name Toblerone entstanden. Von der Schokolade. Ja, die haben damals Portal gespielt und... Weil man sich nicht einigen konnte, wie das Ding eigentlich heißen soll. Und dann haben alle durcheinander geschrien. Ja. Ich geh mal, ne? Ich mach mal so. Wehe, du schmeißt mich hier rein. Nein. Das wäre wertvoll verschwendete Zeit. Jetzt gehe ich da sehr seriös ran. Seriös. Ach so, ich muss dich darüber lassen. Ja, bitte. Vielen Natürlich. Dank. Das kann ich. So. Ich stehe. Guck mal, verarscht. Schönes anders. Oh. Das war knapp. Willst du da reingerannt sein, oder was? Jupp. So. Ja. Ich bin jetzt ganz vorsichtig. Ich mache. Oh, guck mal da unten. Eine Brücke, da kannst du drüber gehen. Hier muss wieder Würfel rein. Würfel. Das heißt, wir müssen da oben kommen sie raus. Kommt er raus. Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Aber wir müssen... Moment. Was passiert? Ich hab Angst. Es passiert nichts. Ich habe mir umsonst Angst gemacht. Ach, guck mal. Hinter dir. Wo? Ach, da oben. Schräge. Nee, ach hier. Achso, okay, jetzt. Da kann ich dann wahrscheinlich... Hast du gesehen? Zeig nochmal. Ach nee. Ja, wow. Wunderschön. Das ist ja mal eine Schräge. Ich kann dann da, oder einer von uns kann dann da rüberfliegen. Das stimmt. Hier ist wieder so eine Speed-Angelegenheit. Wie man sie noch aus dem normalen Koop kennt. Ja. Genau, dann müssen. Ja, dann ist es ja recht. Das kann man, ja, von da aus kann man. Ne? Ja. Möchtest du fallen? Also ja, dann falle ich. Spielen natürlich. Ne, nicht Komm. Auf. Ich muss aber dann so.
Ja. Ich hoffe, dass so? Was machst du? Ich. Habe ich die nicht dezent genug platziert? Doch. Moment mal. Ein bisschen schöner hier. Muss man so eine Richtigkeit haben. Muss man so eine Richtigkeit haben? Der nächste Song. Was ist denn das immer? Jedes Mal bleibe ich. Du musst auch gar nicht so weit fallen. Ui! Bam! Nein, keine Schadenfreude. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist auch wieder so ein komisches Ding da, ne? So eine, die nichts macht, so eine. Das ist, glaube ich, ein Fahrstuhl, der dann zum Schluss uns da nach oben führt. Hier ist eine Wurst. Ja, hier ist übrigens der Ausgang. Wo ist der Ausgang? Da. Ach, da oben ist der Ausgang. Wieso müssen wir denn da hoch? Weil da wahrscheinlich was Schönes ist. Zum Beispiel Ostereier. Oh, cool. Also was Schöneres ist mir gerade nicht eingefallen. Aus meinem aufregenden Leben. Du, ach, wenn du da drauf steppst, dann geht der Transportschacht an. Dann geht eine Wurst an, genau. Das ist übrigens der offizielle Name davon. Ne? Transportschacht? Ja, ich finde ihn nicht so schön. Nö, finde ich auch nicht. Ich finde Wurst besser. Ja. Also ich finde ich auch symbolischer. Okay, ne? So macht mein Staubsauger meistens. Ja. Kenne ich. Dann so, also hin. Theoretisch könnten wir dich jetzt hier rüberholen. Bringt uns darüber? Was? Also, der andere. Ach, guck mal. Lass mich da mal rüber. Okay. Let me over, sehr. Komm hier. Ja, Friend. So, und zwar. Nein, drüber runter. So, jetzt kann man da hier auch draufhüpfen und wieder auf die andere Seite. Ist das Einzige, was das macht? Ich glaube ja, oder? Ich hüpfe da mal drauf. Das Ding macht hier. Ja. Hier ist auch der Punkt. Jetzt haben wir die Plätze getauscht. Was passiert hier? Aha. Ja, deswegen müssen wir wahrscheinlich beide rüber. Das ist natürlich schlau. Ich, da mal bitte draufstellen. Ich bin dabei. Hüp. Du musst echt aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig darunter hüpft. Ja, ansonsten ist schnell vorbei hier. Also mit Fahrstühlen haben wir ja auch schon unsere Erfahrungen gemacht. Wie man die aktivieren muss. Was passiert hier? Ein Würfel! Ein Würfel. Der kann ja jetzt, glaube ich, eine Brücke ausfahren. Aber ich muss, glaube ich, erstmal runter. Ja. Na! Ja. Die Schwerkraft macht das schon. Möchtest du dich da jetzt draufstellen? Ja. Dass ich rüber hüpfen kann? Zack. Boinga. Ach ja, bisher, also so schlecht sind wir gar nicht jetzt hier. Ja, nee, muss ich auch mal. Ja. Wir sollten immer Sonntagabends um. Wir sollten Videos aufnehmen und ins Internet stellen. Stimmt, ja. Das Weil wir so viel Skill haben. Ja, den Skill, den muss man der Welt zeigen. Jetzt brauchen wir allerdings noch einen zweiten Würfel. Oder auch nicht. Wir sind ja schon beide wieder auf der richtigen Seite. Ja, stimmt, richtig. Was passiert? Ja, wie können wir. Komm mal hier rauf. Das war's schon. Komm mal hier rauf. Jetzt hör aber auf. Also ich wäre ja etwas enttäuscht, wenn wir das in einer Folge schaffen würden. Nee, aber echt, hey. Hallo. Hallo, Kamera. Aber Moment. Hier ist kaputt. Ah, hier Fehler. Kaputt. Oh mein Gott. Auch kaputt. Sieht aus wie zwei Augen eines farbenversetzten etwas. Farben. Was? Nee, komm, hör auf. Nee. Achso, nee, das ist jetzt noch nicht. Ist jetzt hier das Ende oder ist das ich jetzt. Bin mir nicht sicher. Also. Falls wir uns nicht mehr wiedersehen sollten, genau. Liebe Leute. Macht euch keine Sorgen, wir kommen wieder. Also, macht euch schon Sorgen, wir kommen wieder. Ja, genau. So. Ist, glaube ich, besser. Okay. Das haben wir Help Me Co-op von Romp haben wir fertig gemacht. Sind wir durch. Ach, war doch ganz okay, ne? Ja. Bisschen, also jetzt nicht so der. Wahrscheinlich hätte man auch in 2 Minuten durchrennen können, aber wir haben es immerhin geschafft. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, vielleicht waren wir auch diesmal einfach zu gut. Ja, natürlich, das liegt an unserer höchst effektiven körperlichen Verfassung gerade. Zumindest an meiner. Ja, bin ich voll dabei. Ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal hier zu Portal 2, ne? Mit dem Herrn Knasti. Und ihm. Ja, und mir auch. Also nee, mit ihm halt, ne? Genau. So, tschüssi. Tschüss.